Die Bäckerei Hauer haben wir hier in Grünwald, mitten am, im Ortskern eigentlich. Und da haben wir den Chef hier, und zwar das ist der Bernd Kranich. Bernd, deine Bäckerei willst du uns mal kurz zeigen, oder? Genau. Ich habe die Bäckerei Mitte 2016 übernommen von der Familie Hauer. Ein alteingesessener Betrieb, den die Familie Hauer hier über 20 Jahre geleitet, aufgebaut, mitentwickelt hat, der leider aufhören musste, habe ich eben 2016 übernommen mit einem spitzen Team, und ja, es macht richtig Spaß hier. Also das ist ja schon eine ordentliche Bäckerei, also mit etlichen Angestellten, ja, und so weiter, und vor allen Dingen in bester Lage in Grünwald. Was wollen wir eigentlich mehr, oder? So ist es, in bester Lage hier, im schönsten Grünwald, und ja, wunderbar. Also die Leute sollen ja zu dir reinkommen, was sie ja machen, weil der Name ja sehr bekannt ist. Es ist ein bekanntes, eingeführtes Unternehmen. Was macht denn heute gutes Brot aus? Brot kriegt man ja an vielen Stellen, aber es gibt nicht mehr viele richtige Bäckereien. Was würdest du sagen, was macht ein wirklich gutes Brot aus? Ja, wir lassen unseren Teigen noch Zeit. Also ich habe da hinten 4 Bäckermeister und 2 Konditoren. Und gerade bei den Semmelnbrot, da macht es viel aus, wenn man A, gute Mehle hat, gut ausgesuchte Mehle, und wenn man den Teig einfach Zeit lässt und Ruhe lässt. Und wir fangen in der Früh zwischen 2:30 und 2:30 fangen wir an und machen unsere Teige, und da ist es wichtig, dass man die einfach lange ruhen lässt. Das ist ein richtiges Handwerk, was da ausgeübt wird. Also ein Lehrberuf steht sowieso dahinter. Ja, aber der Unterschied. Der Unterschied ist das praktisch die handwerkliche Arbeit oder die besseren Materialien. Warum schmeckt dein Brot besser wie woanders? Also wie diese Industrieware? Weil wir halt keine Chemiezutaten einhauen, ja. So wie die Industrie das macht, die da mit Chemie arbeitet, damit sie praktisch jeden Tag immer das gleiche Semmelbrot etc. Sachen herbekommen. Das haben wir nicht. Bei uns ist jeder Teig anders, auf gut Deutsch, und deswegen schauen mal die Semmeln so aus und mal so, aber es ist immer das Gleiche drinnen. Also es ist handwerklich halt hergestellt, jedes einzelne Produkt bei uns. Also, und das schmeckt man natürlich, ja. Und deswegen wirst du jetzt dann uns einmal zeigen, wie es innen drin ausschaut. Ich habe ja da vorher schon mal gefilmt, mir ist das Wasser im Mund zusammengelaufen. Also es ist schon toll, ein Einkaufserlebnis ist ja da auch noch dabei, weil es da nämlich viele Sachen gibt bei dir, die man ja sonst in einem normalen Supermarkt nie kriegen würde. Ja, genau. Wir haben halt das Sortiment relativ vielseitig, damit der Grünwalder Kunde hier auch, ich habe das weiter übernommen, so wie ich es bekommen habe, und führe das auch weiterhin so. Und immer wieder mal mit ein paar Veränderungen, mal was Neues dazunehmen, und ich glaube, das macht es uns einfach aus. Also es gibt nicht nur Brot, sondern auch Süßigkeiten, oder? Süße Waren, genau, süße Konditoreisachen, ja, Kuchen etc. Ja. Das macht's aus, diese Gemeinsamkeit, also Bäckerei, Konditorei. Was ist der Kundschaft? Wer kommt zu dir in den Laden? Wie würdest du das so einschätzen, die Zielgruppe? Ich glaube, dass von jung bis alt alle hierher kommen. Ja. Die Grünwalder Kunden, die schon lange, viele Stammkunden hierher kommen, einfach schätzen unsere Qualität. Die Qualität, wenn man in eine frische Brezel reinbeißt, das schmeckt einfach super. Ja. Und es ist keine Fließbandproduktion, ja, von der Industrie. Und das schmeckt man einfach. Mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Da kommen auch viele Leute rein, habe ich gesehen, von auswärts. Nämlich Leute, die durch Grünwald durchfahren. Genau, also die halt Wolfertshausen, Bad Tölz im Süden wohnen, in München arbeiten, die fahren hier vorbei und halten hier schnell und hupfen schnell rein und holen sich 2-3 Brezen. Ja. Bernd, jetzt zeig uns mal deinen Betrieb. Jetzt sind wir also in der Bäckerei Hauer, in der Produktion. Lieber Bernd, jetzt stell doch mal deinen Laden vor. Was macht jetzt hier gutes Brot aus und wie funktioniert das? Ja, also wir haben natürlich hier ausgewählte Mehle, damit wir hier ein ausgezeichnetes Brot und ausgezeichnete super Semmeln und Brezen machen können. Und ich habe hier 4 Bäckermeister, die schon jahrelang, teilweise schon 20 Jahre hier in der Bäckerei Hauer beschäftigt sind. Und die produzieren hier eine super Ware und super Qualität. Ah ja, und man braucht da wahrscheinlich nicht nur gutes Mehl, sondern wahrscheinlich auch die entsprechenden Maschinen und auch das Fachwissen, genau, wie man gutes Brot macht. Das Fachwissen, darum habe ich hier 4 Bäckermeister beschäftigt. Und die sind ein super Team zusammen, und jeder für sich
hat ein super Fachwissen. Ja. Stell doch mal deine Bäckermeister kurz vor, bitte, sei so nett. Also ich habe hier einmal den Olaf Krüger, der schon 19 Jahre, glaube ich, da ist. Das ist hier unser Schießer. Der bedient praktisch die beiden Öfen. Schießt praktisch, das nennt man Schießen, wenn man praktisch die Semmeln und Brezen und das Brot in den Ofen reinschießt. Darum heißt der Schießer. Und der bedient die Öfen und passt auf, dass er alles goldgelb backen tut. Einmal der Benjamin Deisinger und der Karl Beuchle. Und die machen jetzt gerade Nusszöpfe. Die wiegen also einen Teig hier ab und tun den ausstoßen, nennt man das, also so rund wirken. Das wären praktisch Nusszöpfe. Also meine Bäckermeister können auch Konditoreiwaren machen. Das lernt man zum Beispiel, lernt man auf der Meisterschule. Also es ist nicht nur Brot und Semmeln und sowas, sondern die können auch Nusszöpfe und Hefeteig und sowas machen. Und alles wird hier selber produziert, oder? Hier wird alles selber produziert. Also wir kaufen nichts dazu, keine Teiglinge, keine TK-Ware etc. Was passiert jetzt in diesem Bereich von der Bäckerei? Also ich habe jetzt hier meinen Backstubenleiter, den Benjamin Deisinger. Und der verantwortlich ist hier für meine Produktion und dass das hier alles reibungslos läuft. Ja. Und bin super zufrieden mit dem. Benjamin, der muss schon ein paar Worte sagen. Ja. Ja, wir machen jetzt hier über Nusszöpfe, die wir gerade vorher ausgewogen haben. Die lassen wir durch die Maschinen durch, dass sie schön gleichmäßig sind. Und dann streichen wir sie auf mit Nuss, beziehungsweise auch, wir haben auch Mondzöpfe im Angebot. Ja, dann werden sie abgestrichen. Und die kommen dann in den Backofen, oder? Genau. Ja, die werden dann schön geflochten, gleichmäßig geflochten. Erst geschnitten, dann geflochten. Ja, und dann kommen sie in den Ofen. Und dann werden sie abrubiert und glasiert, damit sie saftig bleiben. Länger halten sind. Also der Benjamin ist ja absoluter Fachmann, haben wir gleich gehört. Ja. Der kennt sich aus und auskennen muss man sich bei diesem schweren Job. Ja, auf jeden Fall, weil es ist immer schließlich noch Handwerk. Es ist immer noch Handwerk hier. Und ja, das Handwerk wird einfach beherrscht und deswegen zählt eigentlich jeder Schritt. Der Stubenleiter ist ja ein Job, wo Verantwortung ja extra noch mit dranhängt, oder? Ja, ist schon so. Also ich kümmere mich eigentlich um Produktionspläne, um Rezepturen ändern, wenn man was so nicht passt, irgendwie. Man muss ein bisschen reagieren, auch man muss auch ein bisschen im Sommer jetzt ein bisschen spielen mit weniger Schütten, kürzere Teigruhen einhalten und weniger mit der Hefe ein bisschen spielen. Man muss auch Sauerteigkühlung beachten, weil im Sommer ist es halt so, dass im Sommer anders wie im Winter ist. Ja, und das ist mein Hauptaufgabengebiet halt. Und dann natürlich auch Beko-Bestellungen, das ist auch ein wichtiger Faktor in der Bäckerei, weil ohne Mehl kann der Bäcker nicht arbeiten. Das ist auch wichtig, dass das bestellt wird. Was geht Ihnen zurzeit am besten von den süßen Sachen? Ach, eigentlich, ja, im Moment glaube ich, konditoreimäßig Erdbeerkuchen, weil ja gerade Saison ist. Und bei uns Hefeteig haben wir eigentlich alles gut im Moment. Also wir machen viel Hefeteig, gut gehen immer 3-Stammzöpfe und 1-Stammzöpfe. Das liegt auch daran, weil wir mit sehr wenig Hefe arbeiten und viel Teigruhe und lange Teigführungen. Das ist, macht das Gebäck auch saftiger und nicht so wie in der Industrie, dass es halt einfach aufgerissen ist und total trocken ist, weil wir halt, wie gesagt, mit langer Teigruhe arbeiten, ganz wenig Hefe. Ja, und es ist einfach noch Handwerk, was wir machen, nicht so wie in der Industrie. Und das schmeckt man einfach, sage ich immer, Handwerk schmeckt man. Also Bernd, uns habe ich schon gemerkt, Teil deines Erfolges ist hier definitiv deine Mannschaft und Frauenschaft. Natürlich. Genau. Erzählen kann man viel über Brot und Semmeln. Kommt es einfach vorbei, hier in Grünwald am Marktplatz. Wie gesagt, das Handwerk schmeckt man. Jetzt? Na. Mann. 1, 2, 3. 1, 2, 5. 7, 12, 18. Genau. Also über Brot und Brezen kann man ja viel reden. Kommt einfach vorbei hier in Grünwald am Marktplatz und probiert es selber, denn Handwerk hat Gold. Schmarrn. Gold, machen wir nochmal. Und jetzt, lieber Bernd, stell uns doch mal die Produktion hier, die praktisch in deiner Bäckerei hinterhalb sich befindet. Okay, das war ein Seltenschwan, aber das kommt ja gar nicht drauf. Ja. Gut, fangen wir nochmal an. Ich halte jetzt das mal schnell hinter, bei uns hinterher. Hin und, Kaffee. Passt. Super. Bin ich verstruppelt.